Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zu 1293. Rohstoff, Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formationsdata. Es ist Samstag, 3. Juni 2017 und der Blick auf die Rohstoffliste. Wir sehen Platin plus Zakatum auf den 2,6%, Silber plus 2%, Palladium plus 1,3% und Gold schließt das schöne bullische Bild, was Sie am Freitag bei den Edelmetallen gesehen haben, mit plus 1,1% ab und wie miteinander besprochen und wie wahrscheinlicher befunden, weitere bärische Fortsetzung bei den Energie Werten Brent Crude und Airbnb Gasoline minus 1,3 bis minus 1,5%. Wir, insbesondere ich, und damit es keine Interessenkonflikte gibt, ich bin in dieser Aktie Shorts, habe ich Ihnen auch gezeigt, Devon Energy mit einem absteigenden Dreieck. Es ist eine Ölaktie, überproportional hier bärisch gefallen, in gerade mal 5 Handelstagen über 10%. Wie komme ich auf Devon Energy? Freunde, wir Formationstäter verwenden einen Algorithmus. Ausgefeilt, um Aktien zu bewerten, nach fundamental stark und fundamental schwach. Die fundamental schwachen traden wir nur auf der Short-Seite, wenn es ein technisches Bild auf der Short-Seite gibt. Und die fundamental starken traden wir auf der Long-Seite, wenn es ein technisches Bild auf der Long-Seite gibt. Warum? Die Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit der Trefferquote. Und Devon Energy ist eine von 4 Werten, die wir auf der Short-Liste von uns haben. Und das ist etwas, was ebenfalls unsere Mentorschüler bekommen. Lassen Sie uns kurz schauen, was wir Formationstäter mit Ihnen in diesem Jahr bei Gold besprochen haben. Ich mache schnell. Gold fällt massiv. Ich habe Ihnen gesagt, hier ist eine große Unterstützungszone. Erinnern Sie sich, ich lehne mich aus dem Fenster, halten Sie mich an meinen Füßen fest, nicht, dass ich rausfalle, ich lege mich fest. Wir machen die 1200 eher die 200-Tage-Linie, als dass wir unter die 1100 fallen. Erinnern Sie sich? Ich habe Ihnen aber auch gesagt, ich täte nicht meine Meinung, ich brauche ein Setup, Doppelboden. Wird bullisch aufgelöst. Wunderbare 10% Bewegung. Hier habe ich Ihnen gesagt, Leute, jetzt wird der Markt übergeordnet in eine Seitwärtsphase gehen. Gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal, es gibt ein Video von dieser Phase, wo drin steht, dass der Markt übergeordnet seitwärts laufen wird. Seitdem oszillieren wir hier um die 1260, der Markt macht eine bärische Bewegung, macht wieder einen Doppelboden, haben wir gesagt, okay Leute, nächstes Ziel wieder 200 Tage, nächster Trade auf der Long-Seite. Dann gab es diese Konsolidierung, erinnern Sie sich, dann kam hier diese bullische Bewegung, es war ein Freitag, ja. Da sieht man. Wird wieder ausverkauft. Da habe ich gesagt, ja, die Kerze sieht zwar bärisch aus, aber uns interessiert nicht die Kerze, uns interessiert die Formation. Die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung in Richtung 12,95 deutlich größer. Ich habe Ihnen gesagt, erinnern Sie sich, Leute, ich kann es nicht wissen, was als nächstes passiert. Ich kann aber nur mein System traden. Und mein System hat mir ein Signal gegeben, ich bin auf der Long-Seite, ich habe einen Stop-Loss. Wenn ich ausgestoppt werde, dann wische ich den Mund ab und dann sage ich mir, ist nur ein Trade. Was macht der Markt? Der Markt macht das Wahrscheinlichere. Wir hatten miteinander besprochen, hier ist eine horizontale Widerstandszone. Es ist in der Nähe der psychologischen 1300. Es gibt eine trendbegrenzende Linie, sieht man noch besser über den Stundenchart. Deswegen Stop eng, sofort rausgeflogen. Dann gab es diesen Ausverkauf. Dann gab es hier eine kleine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Da habe ich Ihnen gesagt, Leute, hier gibt es das Potenzial von der 12,28 in Richtung der gleitenden Durchschnitte. In Richtung 12,45 würde ich nicht traden, weil ich gegen diese Bewegung traden würde. Das habe ich nicht angefasst. Dann kam diese Bewegung und es gab ein Video vom 18.05. Gehen Sie gerne hin bei Minute 15. Da war die weiße Kerze hier oben. Da habe ich Ihnen gesagt, Leute, wir sind hier im Bereich einer Widerstandszone. Wir sind hier im Bereich einer Widerstandszone und die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt jetzt hier durchgeht, ist nicht so groß. Aber falls er in die gleitenden Durchschnitte zurückkommt, aufgrund dieser Bewegung, das waren meine Worte, wenn der Markt in diese gleitenden Durchschnitte reinkommt, hat er eine größere Wahrscheinlichkeit in Richtung 12,85 und möglicherweise 1300 zu laufen. Und das ist etwas, was ich traden würde. Gehen Sie gerne zurück, schauen Sie sich das gerne an. Ich habe Ihnen in derselben Ausgabe gesagt, ich sehe dann auch ein prozyklisches Szenario. Ich sehe eine größere Wahrscheinlichkeit aufgrund dieser Bewegung, dass der Goldpreis sich hier festsetzt. Und falls er schafft, hier durch diese Widerstandszone durchzugehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung größer. Gehen Sie gerne zurück, schauen Sie sich das an. Gehen Sie gerne auf meinen Twitter-Account. Da habe ich Ihnen hier diese bullische Wimpelformation gezeigt. Was ist eine bullische Wimpelformation? Hier ist die Stange, hier ist das Dreieck. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung sehen wir tiefere Hochs und höhere Tiefs. Das ist ein Fortsetzungsmuster. Und das haben wir sogar über unsere Triggerliste live für unsere Mentorschüler getradet. Wir machen nicht nur ein Seminar. Wir begleiten unsere Trader. Wir zeigen denen sogar unsere Trades live im Devisenbereich und auch bei Gold und Silber jetzt zuletzt. So, gab ein Signal bei 12,62 mit dem Bruch des Wimpels oder mit dem neuen höheren Hoch über den Tageschart.
Zweites Signal. Hatte ich Ihnen auch gesagt, das wäre das prozyklische Signal. Wenn man es hier tradet, muss man noch durch diese Widerstandszone traden. Man kann eine größere Bewegung traden. Wenn man den Ausbruch hier tradet, hat man eine kleinere Bewegung, aber eine größere Wahrscheinlichkeit. Ziel wieder 12,85. Und was war eigentlich im letzten Video? Erinnern Sie sich, da habe ich Ihnen gesagt, Leute, pass auf, Gold macht das höhere Hoch, auch per Stundenschluss, fällt aber wieder in diese Range rein. Es ist noch nicht aller Tage Abend für die Bullen. Was wir aber ganz sicher nicht wollen, ist jetzt so, hoffentlich funktioniert das und wir werden das irgendwie schon, warten Sie, ich muss das nur mal ganz kurz richten. So, wir müssen einfach dabei bleiben. Nein, wir haben gesagt, wir passen unser Stop an. Und Leute, ich weiß, ihr wollt Analysen hören. Schaut mal. Finanzmarktanalyse. Das bringe ich euch an einem Nachmittag bei. Analyse bringe ich euch an einem Nachmittag bei. Deswegen ist auch das Internet voll von Finanzmarktanalysen. Aber dass jemand euch klar Trades vorstellt. Einstieg. Da kann man den Stop-Loss setzen, Stop-Loss nachziehen, etc. Gibt es ganz wenige, weil die Leute nicht traden können. Die können nur bla bla bla. Wir sind gut, wir können traden. Deswegen sage ich Ihnen auch, hier ist der Einstieg, da würde ich den Stop hinsetzen, da ist die Zielzone. Wenn Sie kein Abo von unserem YouTube-Kanal haben, dann sollten Sie uns abonnieren, damit Sie dieses Setup sehen. Dann sollten Sie auf unsere Homepage kommen, www.formationsdealer.de. Da zeigt Ihnen Tom klare Devisen-Setups. Da zeigt Ihnen Silvio in seinen S&P 500-Analysen, da ist das Ziel, hier ist der Einstieg, darunter darf er nicht mehr fallen. Wir machen keine Finanzmarktanalyse, weil wir keine Finanzmarktanalysten sind. Wir sind Trader. Und wir sind erfolgreiche Trader. Und jetzt, wir ziehen den Stop nach. Ich habe sogar am Freitagmorgen nochmal den Stop nachgezogen. Ich war bereit, dass der Markt mich ausstoppt und dass ich vielleicht diese Bewegung verpasse. Aber Leute, das ist übergeordnet trendlos. Seht ihr das? Das ist übergeordnet trendlos. Das wäre völlig okay gewesen. Genauso wie hier. Ich habe mein Signal, ich habe mein System. Was der Markt macht, ist, der Markt macht, bitte erschrecken Sie sich jetzt nicht, der macht BUH! Und dann guckt er, ob der Trader sich erschreckt. Wie committed ist der Trader seinem System gegenüber? Wie sehr vertraut er sich selbst? Entweder ist der Trader der Boss des Trades. Er dominiert den Trade. Er sagt dem Trade, wo es lang geht, bis wo er als Trader dabei ist und ab wo er nicht mehr dabei sein will. Oder der Trade wird dominant. Und der Trader wird der Sklave des Trades und seiner eigenen Emotionen. Er wird vom Markt hin und her geschubst. Und in den Vollwaschgang gesteckt, bis er Kopfschmerzen kriegt. Wir dominieren unsere Trades. Wir sagen bis hierhin und nicht weiter. Dass der Markt uns nicht abgeholt hat, genauso wie hier. Ja, es ist unser System und es ist das Wichtigste, es ist unser System. Wir vertrauen unseren Fertigkeiten und du brauchst beim Traden auch immer ein bisschen Glück. Denn Traden ist eine Wette. Wir hätten hier ausgestoppt werden können. Aber der Markt macht das Wahrscheinlichere und am Nachmittag geht dann es los. Dann heißt es Uptown, funk you up. Was ist Uptown, funk you up? Und dann kommt diese wunderbare bullische Bewegung in die Zielzone hinein. Wir sind jetzt 5 Dollar von unserer Zielzone entfernt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, also ich meine, entweder wird Gold jetzt mit einem Gap Down eröffnen hier unten, was nicht so wahrscheinlich ist auf dem Montag, oder wir werden in diesem Jahr Trades, die wir Ihnen vorgestellt haben, Trade Nummer 4 und Trade Nummer 5, ebenfalls erfolgreich bestreiten. Freunde, wollt ihr solche Trader in eurer Trading-Ecke haben? Wollt ihr eure Trades dominieren? Wollt ihr in der Lage sein, dem Markt zu sagen, pass auf, hier will ich rein, bis dahin will ich mit und das ist meine Zielzone? Oder wollt ihr auf den Markt weiterhin reagieren? Und ihr könnt es euch gerne aufschreiben und ihr könnt mich gerne zitieren. Ich habe das schon mal gesagt und ich sage es gerne wieder. Das Beste, das Einzige, das uneingeschränkt Einzige, was euch erfolgreich macht, ist, wenn ihr besser werdet. Ihr müsst eure Fertigkeiten verbessern. Wenn ihr die immer gleichen Fehler macht, bekommt ihr die immer gleichen schlechten Ergebnisse. Worauf ich hinaus will ist, ich glaube, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es nicht wenige Trader geben wird, die sagen, oh, weiße Kerze, oh, große weiße Kerze, oh, Silber plus 2%. Aber war da eigentlich Volumen dahinter bei dem, was Gold gemacht hat? Schauen wir auf dessen ETF. Nee. Die Institutionellen drücken hier nicht auf den Knopf und sagen, ich will rein. Es bleibt übergeordnet noch trendlos. Wo läuft denn Gold selbst eigentlich hin ohne Volumen? Es läuft hier in
eine horizontale Widerstandszone. Erstens, es läuft in die psychologische 1300. Zweitens, es läuft in eine horizontale Zone. Unterstützung, 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 die einmal, zweimal mit viel Volumen abverkauft worden ist. Es läuft in die trendbegrenzende Linie. Widerstand, Widerstand und potenzieller Widerstand. Das heißt, ich komme jetzt in meine Zielzone. Und hier fange ich an, meinen Stop-Loss anzupassen. Und jetzt heißt es, okay, Gold, entweder du läufst oder ich bin nicht mehr dabei. Kann es mir passieren, dass ich hier ausgestoppt werde und Gold läuft weiter? Ja. Und jetzt ist wieder die Frage, worauf lege ich meinen Fokus? So viele Menschen legen ihr Fokus immer auf das, was sie nicht haben, auf das, was sie verpasst haben. Nicht nur beim Traden, sondern im richtigen Leben auch. Und verpassen das Schöne am Leben und verpassen auch das Schöne am Traden. Ich habe jetzt die Möglichkeit, gierig zu werden und zu sagen, oh, der könnte, oh, der könnte, oh, nee, ich lasse meinen Stop-Loss da unten. Und würde zulassen, dass aus dem vierten und fünften Gewinner in Folge Verlierer werden, weil ich jetzt unbedingt noch mehr will und weil ich Angst habe, der könnte durch diese Widerstandszone durchgehen und dann bin ich nicht mehr mit dabei. Oder ich vertraue auf mich selbst. Ich habe die Fertigkeit, so wie hier auch. Erinnern Sie sich? Wir sind hier, als er hochkam, sind wir ausgestoppt worden. Stop angepasst, rausgeflogen. Konsolidiert, nochmal den Einstieg gefunden. Genau das Gleiche gilt hier für mich auch. Falls die Goldbullen es schaffen, durch diese ganze Widerstandszone durchzugehen, weißt du was, die 40% sollen andere verdienen. Wirklich, sollen gerne andere verdienen. Von mir aus drückt den Markt sofort durch diese ganze Widerstandszone, die ich sehe. Hier oberhalb der 1320 deutlich größere Wahrscheinlichkeit in Richtung 1400. Was ist bei 1400? Hier, 1400. Hier ist es Unterstützung, ist Widerstand, da kommt er nicht ran, das ist eine potenzielle Widerstandszone. Ob diese Linie relevant ist, wird sich zeigen müssen. Das ist aber auch im Bereich von 1320, 1330. Das heißt, wenn diese übergeordnete Linie bullisch aufgelöst worden ist, ja, haben wir auch hier. Zwar eine andere, aber dann 1400. Das hier gehört mir nicht, das gehört anderen. Ich passe meinen Stop an und gucke, was der Markt macht. Ich sehe aber auch nichts, was gerade bei Gold bärisch ist. Ich sehe nichts, was bei Gold bärisch ist. Wir haben gerade eine sehr schöne bullische Bewegung, Konsolidierung bullisch aufgelöst, Konsolidierung bullisch aufgelöst. Nur, wir laufen in Widerstände. Das gleiche bei Silber. Ich weiß nicht, ob Sie die letzte Ausgabe geschaut haben. Bei Silber habe ich Ihnen gesagt, ja Leute, wir könnten jetzt nervös werden und sagen, hier, das ist die Stange und das ist der Trendkanal und das ist bärisch aufgelöst worden. Das heißt, wir haben hier eine Bärenflagge bärisch aufgelöst, plus das ist hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die bärisch aufgelöst worden ist. Dann könnte man sagen, der Markt wird jetzt bärisch, aber Moment, ja, Nackenlinie bärisch aufgelöst worden, ja, hässliche rote Kerze, ja, 200-Stunden-Linie, ja, Trendlinie, ja, Trendkanal, aber wo laufen wir denn hin? Schauen Sie. Da ist Widerstand, da ist Unterstützung. Wir laufen in der Unterstützungszone. Es ist die 17-Dollar-Marke, die 20-Tage-Linie kommt dazu. Das ist eine potenzielle Unterstützung. Deswegen, ich will jetzt weder Short gehen in Richtung Unterstützung, noch will ich mit dieser bärischen Kerze, die ich hier sehe, aus dieser Konsolidierung raus jetzt sofort so mutig sein und kaufen. Nee. Und was ist jetzt? Jetzt, ne? Der Trader sieht, große weiße Kerze, der macht auf jeden Fall eine Fortsetzung. Ja, vielleicht macht er eine Fortsetzung. Aber ich kann nicht auf den Markt reagieren. Das meine ich wieder mit, entweder ich dominiere meine Trades oder der Markt dominiert mich, die Trades dominieren mich. Ich dominiere dann meine Trades, wenn ich sehe, Moment, ich laufe in die 61,8% Retracement Marke. Deswegen sind wir auch Gold Long, weil Gold nämlich schon oberhalb der 61,8% Marke ist. Okay, wir sind im Bereich der 200-Tage-Linie, ebenfalls potenzielle Widerstandszone, richtig? Was sehen wir denn noch als Widerstand? Die 20-Wochen-Linie plus die 200-Wochen-Linie, richtig? Das sind 5 Widerstände auf einmal. Kann Silber diese Widerstände aus dem Weg nehmen? Na klar kann er das. Ist es wahrscheinlich? Nicht unbedingt. Was ist denn das übergeordnet? Übergeordnet, kein Trend, seitwärts, sonst andere Traden. Das heißt, wenn der jetzt hier durchgeht, dann winke ich ihm fröhlich zu. Übrigens, hier, Unterstützung fällt durch, nächster Widerstand. Das ist die 5. Widerstandszone, die hatte ich vorhin verpasst. Nichts ist an diesem Chart bärisch, nichts, was an diesem Chart, was ich sehe, was ich persönlich jetzt additiv auf der Long-Seite kaufen wollen würde. Ja, technisch, Finanzmarktanalyse, Unterstützung 17,39, Unterstützung 17 Dollar. Ich bin kein Finanzmarktanalyst. Ich bin Trader. Ich will diese Zone nicht kaufen, egal ob es funktioniert oder nicht. Gibt es einfachere Sachen. Ich will die einfachen Sachen.
Ich will eine große Wahrscheinlichkeit für mein Trade. Und ich lade Sie ein, lernen Sie es. Lernen Sie es und traden Sie Ihre Fertigkeiten. Und ich wiederhole mich, das Beste, das uneingeschränkt Beste, das Einzige, was Sie als Trader erfolgreich machen kann, ist, wenn Sie Ihre Fertigkeiten verbessern. Wir Formationstrader verbessern Ihre Fertigkeiten. Punkt. Und ich weiß es so genau und deswegen sage ich Ihnen auch, jeder, der zu uns zum Mentor-Programm kommt, kriegt sein Geld zurück, wenn er nach dem Seminar sagt, meine Fertigkeiten sind nicht verbessert worden. Der muss mir nicht mal sagen, warum sie nicht verbessert worden sind. Der muss einfach sagen, nö, kriegt sein Geld zurück, fertig. Muss dann nicht 6 Monate Mentoring mit uns machen. Platin, genau der gleiche Schnack. Über die Stunde, ja, Schulter, Kopf, Schulterformation, Volumen, schaut euch das Volumen an. Ja, bärisch, ne? Fällt durch. Und wie gesagt, wollen wir nicht shorten. Warum nicht? Wir laufen hier Doppelboden in die Nackenlinie, auch wenn wir unterhalb der 200-Tage-Linie sind. Und Leute, guckt euch mal diesen Wochenchart an. Das ist alles seitwärts. Das ist alles übergeordnet seitwärts. Wenn der Markt mal unter die 900 fällt, oh ja, da bin ich dabei. Falls der Markt über diese horizontale Widerstandszone bei 1030 geht, ja, da bin ich dabei. Ansonsten ist alles seitwärts geplänkt. Da sollen andere traden. Mich interessiert das nicht. Und deswegen über den Tag, ja, schöne bullische Bewegung. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wir könnten mal hier eine Linie zeichnen. Was ist denn, wenn die gebrochen ist? Ja, horizontaler Widerstand 960, 970, 200-Tage-Linie, alle gleitenden Durchschnitte über die Woche plus wieder die nächste horizontale Widerstandszone. Ich will es nicht traden. Leute, da gibt es Einfacheres. In diesem Sinne, Edelmetalle stark, laufen in Richtung Widerstandszone und die Energiewerte nach wie vor schwach. Zeig es Ihnen nur an Brent. Hier das nächste Signal nach meinem Dafürhalten, was interessant ist, wenn diese horizontale Zone im Bereich von 47 bärisch aufgelöst wird. So lange, das hatte ich Ihnen auch gesagt, ich hatte gesagt, hier eine Fortsetzung wahrscheinlicher. Wenn er konsolidieren würde, wäre es für mich einfacher. Ansonsten, hier läuft der Markt in Richtung von einer Unterstützungszone und die könnte halten, die hält auch wieder. Und das hier ist gerade nicht einfach zu traden, weil das wie Flummi gerade hin und her schießt. Dann lieber Devon Energy, klares Setup. Nächstes klares Setup, bleibe ich dabei, unterhalb der 47. Auf der Long-Seite musste erstmal diese Widerstände, was schwer genug werden, im Bereich von $56 rausnehmen. Hier ist Volumen, hier ist Volumen, hier ist Volumen, hier ist Volumen. Ich kann es nicht ausschließen, aber das hier gerade für mich nicht interessant, muss ich nicht traden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, nächste Ausgabe von mir gibt es am Dienstag. Es gibt eine geniale Ausgabe von Tom zu den Devisenmärkten. Silvio wird für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Wir haben eine Einzelwetterausgabe für Sie, alles auf unserer Homepage. Und Sie können sehr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit Sie unsere wirklich sehr guten Ausgaben, die täglich erscheinen, nicht mehr verpassen. Mein Name ist Hamed Esnachare und wie immer, Leute, das Wichtigste ist die Gesundheit. Und deswegen wünsche ich euch und Ihnen allen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstätern doch bitte gewogen.